8.127 Dollar Gewinn. Das ist unser Handelsergebnis im Rohstoff- und Futures-Channel nach COT-Daten in Handelswoche 47. Damit haben wir erneut ein Allzeithoch auf unserem Trading-Konto erreicht und kratzen immer mehr an der Marke von 600.000 Dollar. Hallo und herzlich willkommen bei Insider Week. Mein Name ist Max Schulz und in diesem Video zeige ich auf, welche Trades wir auf unserem Konto in letzter Trading-Woche gemacht haben. Bevor ich das tue, kleine Annonce. Bei uns zu Gast im Interview war André Stager. André Stager ist ein Fondsmanager und hat einen Fond in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar verwaltet. Der war bei uns zu Gast und hat ein Interview gegeben. Das Interview findet ihr sowohl auf dem YouTube-Channel, man kann das Interview auch als Podcast sich anhören auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Zurück zu Handelsergebnissen. Die Handelswoche 46, die vorige Woche, haben wir beendet mit einem Portfolio, in welchem wir eine Short-Position in Weizen hielten. Wir waren 7 Kontrakte Short und leicht im Plus. Mit derselben Position sind wir in die Handelswoche 47 gestartet. Das ist das Wochenchart vom Weizen. Wir generieren unsere Signale auf dem Wochenchart, indem wir COT-Daten, saisonelle Trends, Open Interest auswerten und leiten so unsere Kauf- und Verkaufssignale ab. Dann gehen wir auf den Tageschart und suchen dort das richtige Timing. Wie man hier sieht, haben wir auf einen Trendwechsel gewartet, der ist eingetreten. Wir haben uns hier erstmal short positioniert, wurden hier leider ausgestoppt, das Timing war falsch. Dann haben wir gesehen, dass der Kurs dann doch in unsere Richtung läuft. Wir haben ein Re-Entry gemacht, haben uns nochmal short positioniert. Und nachdem wir gesehen haben, dass die Bewegung in unsere Richtung ausbleibt, haben wir uns entschlossen, die Position Break-Even zu schließen. Der Markt hat uns diese Möglichkeit gegeben. Wir wurden am Dienstag noch kurz vor Börsenschluss geschlossen mit einem Ergebnis von 0 Euro Gewinn. Im Laufe der Woche ist ein neuer Trade dazugekommen, und zwar in Heizöl. Wir hatten auf dem Wochenchart ein Kaufsignal. Wir sehen Commercial Index hier im Kaufbereich. Allerdings sehen wir, dass der seasonale Trend hier nicht auf unserer Seite ist. Wir haben uns dennoch entschlossen, diesen Trade umzusetzen, hatten aber von vorne rein geplant, nicht zu lange in einem Trade zu bleiben, weil der saisonale Trend eben nicht auf unserer Seite war. Wie man hier sieht, haben wir, nachdem wir getriggert wurden, 2 Tage später den Trade geschlossen mit einem Gewinn in Höhe von 8.127 Dollar. Das waren die einzigen Trades in dieser Woche. Wie immer zum Schluss besprechen wir CAB-Index. Wir sehen, CAB-Index hat den Widerstand von 421 Punkten erfolgreich hinter sich gelassen und steigt. Das signalisiert uns, dass wir weitere steigende Kurse bei Commodities sehen werden. Das heißt für uns, wir werden nächsten Wochen uns mehr auf der Long-Seite aufhalten und entsprechende Setups suchen. So, die Woche schließen wir mit einem leeren Portfolio. Wir halten keine einzige Position offen und freuen uns auf die nächste Handelswoche. Wie immer zum Schluss ein paar Worte zum Champion Account. Wir haben letzte Woche offene Positionen im Champion Account aufgezeigt. Da waren unter anderem auch Kaffee dabei. In Kaffee konnten wir gutes Geld verdienen. Das heißt, wir sind mit Champion Account aktuell im Plus, und zwar 3.299 Dollar. Aktuell halten wir noch Australien Dollar als offene Position. Wir sind 2 Kontrakte long und aktuell 580 Dollar im Plus. Das war's von uns für diese Woche. Wir freuen uns. Das war eine ruhige, aber dennoch erfolgreiche Woche. Wir haben auf allen unseren Konten ein Allzeithoch gemacht. Nicht nur auf unseren Trading-Konten, sondern auch auf unserem YouTube-Channel. Im Vergleich zum Vorjahr, und zwar das Facebook hat mir vor ein paar Tagen einen Post vorgeschlagen als Memory. Ich habe genau vor einem Jahr ein Bild bei Facebook gepostet, wo wir bei YouTube 999 Abonnenten hatten. Aktuell haben wir
knapp über 1800 Abonnenten. Das heißt, auf der Seite haben wir im Vergleich zum Vorjahr mehr als 80% zugenommen. Das freut uns natürlich auch sehr. Und wenn du unser YouTube-Channel noch nicht abonniert hast, dann wird jetzt die höchste Zeit, das zu tun. Abonniere unser YouTube-Channel und ja, wenn dir das Video gefällt und das Format auch, lasse das Daumen hoch. Dieses Feedback ist für uns sehr wichtig. Schaut auch unter der Woche auf unser Kanal. Wir haben dort viele interessante Videos zu Thema Futures oder haben interessante Gäste bei unserem Podcast. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich bis nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag wie immer Handelsergebnisse.